die Schule. Ja. Ja, hallo, liebe Leute, wir sind hier auf dem Wacken oben her. Bei uns sind heute der Ralf und der Wolfram von JBO. Gerade eben super Geek von euch gesehen, hat richtig Spaß gemacht. Ja, danke. Und was mir direkt aufgefallen ist, das muss ich auch direkt ansprechen, weil ich es besonders fand. Ganz zum Schluss habt ihr Keep on Rocking in the Free World gespielt, ja. Und auch mal ein Statement gesetzt. Das hört man heute von sogenannten ernsten Bands ja fast gar nicht oder selten mal. Und ihr macht es einfach. Fand ich gut. Genau, also wir haben es einfach gemacht, also wir haben es gar nicht geschaut, wer das noch so macht, und haben uns nicht irgendwie in Relation zu irgendwie anderen Bands setzen wollen. Das war uns einfach ein Bedürfnis, und wir haben das in den letzten Touren auch schon immer gemacht, also seitdem eigentlich das ein Problem ist, ja. Und das Thema aktuell uns eben so berührt, war das auf der Agenda, und wir haben eigentlich den Song seitdem auch ins Programm reingenommen. Ja. Genau. Also, super, das nur mal am Rande, direkt schon mal zum Anfang. Wir sind einzige Politrock-Band seit den 90ern, wenn man es genau nimmt, aber... Nein, weil so am ganzen Thema, ja, einfach scheiße, und ein kleines Zeichen ist ja nur minimal. Genau. Seit den Tonstein der Scherben sind wir quasi die erste deutsche Politrock-Band. Ja, unser Sänger liebt die. Vito C. ist ein großer Fan von Rio Reiser, Tonstein der Scherben und so. Ja, da, nee, alles gut. Wir distanzieren uns auch nicht. Wir haben Glück gehabt, wir sind auf Wacken und können das Leben genießen. Ja. Das stimmt, das muss man auch mal sagen. Apropos Wacken, ja, es sah ja ein bisschen übel aus ganz am Anfang. Oh ja. Wie habt ihr die Situation hier miterlebt, oder wie war es bei euch? Kamt ihr gut an? Ja, wir kamen glücklicherweise, ja, Ralf, ich will nicht gern, sag du. Also wir Ralf hat es einfach, er war schon da. Ich war schon in Hamburg bei meiner Lebensgefährtin. Ah, okay. Genau, bei meiner Freundin. Und dann haben mich die Kollegen einfach aufgepickt, 40 Kilometer vor Elmshorn. Aha. Und dann, Elmshorn. Genau, auf jeden Fall. Wir haben natürlich schon mit Argusaugen auf die Berichterstattung gestarrt und uns quasi auf Worst-Case-Szenarien eingestellt, die wie auch immer hätten ausfallen können. Und ja, wir sind froh, dass wir es doch geschafft haben und dass es jetzt hier eigentlich auch so friedlich ist. Also irgendwie hat es doch ein bisschen stabilisiert und so. Ja. Keine Riots und so. Wir dachten irgendwie schon, wir sehen hier brennende Container oder so, weil irgendwie jemand... Ausgeflippt ist so. Nee, ich weiß nicht, Woodstock 99 haben wir nur in Erinnerung gehabt. Ja, aber nee, es ist natürlich übel, aber alles gut. Ja, also tatsächlich war es online mehr los und es gab da mehr Geschrei, als es jetzt tatsächlich vor Ort ist. Das ist doch immer so. Auch schon ist immer so. Ist doch immer so. Muss man schon sagen. Genau. Also, das wissen wir doch von online. Das Wetter ist jetzt gut, alles top, soll auch heute nicht mehr regnen. Habe ich gehört, wurde bestellt, aber es geht ja heute noch um euch. Ich habe nur ein, zwei Sachen, habe ja eben auch schon gesagt, 25 Jahre Meister der Musik. Ja. 25 Jahre, ich muss mir das erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass das schon so lange her ist. Ja. Also, mein persönliches Lieblingsalbum tatsächlich. Meins auch übrigens. Ja. Ich habe beide noch nicht drauf gespielt, ja. Müssen wir fairerweise sagen. Ja, ja. Wir sind ja quasi das Neue Testament, wie die zwei anderen immer sagen. Ja. Sind seit 2001 am Start. Ja. Genau. Ihr seid die Neuen. Ne? Wir sind die Neuen, genau. Und wir fühlen uns sehr geehrt, dieses wirklich auch fantastische Album. Ich finde, aus der Fanwarte, ja. Also ich finde es wahnsinnig geil und ich freue mich da sehr, sehr drauf, das aufführen zu dürfen. Ja, das ist gut. Und ihr spielt es ja komplett. Ja. Er hat auch gesagt, so wie es ist, also erwarte ich mindestens Tom Angel mit dabei und auch Blümchen. Wir waren uns auch einiges. Also, wir machen sogar noch eine Schippe drauf. Aha, okay. Ja, das wird aber nicht verraten. Okay. Es wird noch mehr Meister der Musik passieren, als eigentlich auf dem Album ist. Aha, okay. Wir sind noch weiter gekommen im Laufe der Jahre. Genau. Okay. Und, also noch mehr Meister. Noch mehr Meister. Noch mehr Meister, ja. Also bleibt den Fans eigentlich nur übrig, auf die Tour oder auf die Konzerte zu gehen. Wir würden uns freuen, ist natürlich. Leid. Die Antwort ist ja. Müsst ihr hin, unbedingt. 25 Jahre Meister der Musik, ne? Ja, auf der Webseite im ganzen Herbst ist eigentlich zugepflastert mit Meister der Musik, würde ich sagen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ganz wichtig, was mir auch mal so ein Bedürfnis war, euch mal zu fragen. Ihr seid ja alles auch super Musiker. Das wird immer so ein bisschen vergessen. Ja, das ist aber relativ, ne? Zu Recht. mit JBO hat man ja so einen gewissen Rahmen, den man absteckt. Da kann man ja nicht so großartig ausbrechen. Mhm. Habt ihr da irgendwie ein Bedürfnis, euch mal ernsthaft damit zu teilen? Sagen wir mal so, man hat den Rahmen, der ist schon sehr groß eigentlich. Allerdings, also musikalisch. Aus gleicher Hornstoß. Musikalisch haben wir ja wirklich, können wir von extremen Metal bis hin zu Schlageressen, Reggae. Wenn man so sieht, stimmt's aus. Ja, nee, ist wirklich so. Also wir genießen das sehr, dass wir diesen Crossover-Aspekt hier wiederfinden.
der uns erlaubt, alles Mögliche damit Blastbeat spielen, vielleicht. Ja. Kann sein. Also, ja, die Musik ist echt wirklich also ganz breit gefächert bei uns, also weil wir uns da auch keine Einschränkungen geben lassen, weil es Spaß macht einfach. Und, ja, und von der Ausrichtung, Entschuldigung, ja, dass man jetzt mal ernsthaft Musik macht, macht man ja ernsthaft ab und zu mal. Hast du auch manchmal ernsthaft? Ja, ab und zu mal ernsthaft. Aber nicht zu viel ernsthaft, weil dann wird man ja depressiv. Ja, das stimmt schon. Aber wir bleiben einfach mal so ein bisschen bei den, ja, ich würde mal sagen, ist ein großer Teil eure Coverversion. Ihr habt das ja selber schön eben beschrieben, alles nur geklaut. Ne? Ja. Das stimmt ja auch oft. Oft? Ja. Aber nicht nur. Halb eigentlich. Eigentlich. Natürlich, die bekannteren Lieder sind oft dann die Covers, aber eigentlich von der Anzahl haben wir mehr eigene als Covers wahrscheinlich die letzten 20 Jahre. Rein prozentual. Ja, das liegt müssen wir mal ausrechnen. Ich könnte es ausrechnen, ja. 60-40 genau. Auf jeden Fall, bis 75 okay. Zu 95. Ja. Es liegt natürlich auch ein bisschen immer daran, dass wir uns diesen Genehmigungsstress auch unterwerfen, dass wir quasi immer brav auch die Originalurheber anfragen, ob wir ihr Werk verunstalten dürfen. Dafür ist ja JBO bekannt, immer alles genauso nach Konformität immer. Zu machen. So immer. Ist es war immer. Schon immer so. Es gab auch nie Ärger. Nein, oder nie. Und wir sind ganz auch wichtig. Weiterhin natürlich auch besessen, also quasi diesen Anspruch zu erfüllen. Ja. Aber genau, das ist der Grund, warum die Eigenkompositionen mehr sind. Ja, okay. was mich auch interessiert ist, wie kommt ihr auf die Covers an sich? Wie wird das ausgewählt? Würfelt ihr das aus? Oder nein, nee, das ist die Idee. Wir haben natürlich wahnsinnig viele Metal-Klassiker, wo wahnsinnig viele Leute sagen, ey, müsst ihr mal da eine Coverversion machen und so, oder müsst mal von dem und so. Das ist aber nie der Startpunkt. Die Idee ist immer, die Idee steht im Vordergrund. Du musst irgendwie eine gute Idee haben und dann wird es nur dann. Kann also es eine Coverversion machen? Sänger, Texter, also, praktisch Vito C. und Hannes Gelaber-Holzmann müssen irgendwie einen Text schreiben, einen Hook haben, eine Idee, ein Konstrukt zu einem Lied mit vielleicht ein, zwei Sätzen oder schon mehr. Okay. Oder eine Idee und so. Es muss immer was dahinter stehen. Immer. Genau. Also wir wählen es nicht einfach so aus, was wäre jetzt gut. Es muss schon, und das müssen wir machen, weil das gefällt vielleicht den Leuten oder so, sondern... Oder das gefällt uns. Mindestens. Ja. Auch das klappt nicht immer. Ich wollte schon nein, mal Queens of the Stone Age ein Lied, oh, das hat mir gefallen, aber nee. Es muss die Idee halt von den Textern. Es ist eigentlich wie ein Theater. Ja. Es ist eigentlich wie eine Theaterproduktion. Du hast eigentlich erst das Wort und dann kommt die Musik. Ja, okay. Ja. Das ist bei uns ganz massiv so. Massiv halt, ja. Es ist, weil es eben Lyriker sind. Ja. Ja. Apropos Musik, lest ihr eigentlich noch Reviews von euren Alben? Ja, hin und wieder mal, aber... Arschbombe des Monats also oder was auch immer, wir lesen es. Es fällt ja auf, also sagen wir es mal so, die Reviews, die sind ja meistens eher so semi, aber die Resonanz, ne, ihr seid ja auch öfters in den Charts mal mit euren Alben, ne, auf den Konzerten ist immer die Hölle los, das ist ja nicht so, dass ihr keinen Erfolg hättet. Aber tangiert euch so nicht. Das sind ja auch jetzt wirklich nur vereinzelte laute Stimmen, die sind halt immer besonders laut, die negativ sind, aber das sei ja auch jedem überlassen, wenn er uns nicht mag, kann er sich äußern, aber es hält sich auf jeden Fall mehr als die Waage, dass wir eigentlich positive Resonanz kriegen. Es war früher vielleicht noch ein wenig negativer, jetzt hat man sich an uns gewöhnt. Ja, ist ja auch schon weich, ne? Also kann man ja schon sagen, schon lange dabei. Ne? Also ne, wie wir eingestiegen sind, da war das noch viel... Ja, obwohl ich glaube, das haben wir vielleicht auch ein bisschen massiver noch irgendwie keine Ahnung, festgestellt, weil es vorher nicht so schlimm war. Oder mit dem, was wir so gemacht haben. Ja, aber keine Ahnung, aber nee, also ich glaube, dass die mit JBO ist halt ein bisschen alleine so als Marke, was JBO so macht. Ja. Und das versuchen wir halt weiterhin mit Inhalt zu füllen. Es gelingt einem mal besser, mal weniger gut. Ja. Es gibt auch innerhalb der Bands immer nicht einheitliche Meinungen. Wir sind einfach, so sind Bands. Das Entscheidende ist dann doch, wenn man heute anschaut, einfach, es war voll, es war wunderschön, es waren so viele Leute da, die einfach ein gutes Gefühl uns gegeben haben. Oder wir uns allen, nicht einmal Wir sind zwei weitere uns vollkommen unbekannte Personen in sich gestoßen. Die sind unwichtig. Ja, wir machen Interview. Ui, ich mach gerade ein Interview. Entschuldigung, jetzt ist das Interview zerstört. Genau, bis ich mal. Sehr schön. Ja, nee, alles gut jetzt. Wir haben doch jetzt einen Haufen Material. Ja, zum Schluss eine wichtige Frage, die hat mir jemand ein Kumpel mitgegeben. Es geht um ein Bier. Ja. Bergkirch Weih Spezial, wann es das wieder gibt, will er wissen. Also ist es so, da meint er wahrscheinlich ein Kitzmann-Bier. Ja, genau. Genau, und die Kitzmann-Biere sind leider keine Kitzmann-Biere mehr, weil Kitzmann ist nämlich aufgekauft worden von der Kulmbacher Brauerei. Okay. Das ist eine Heuschrecken-Brauerei.
Also die kaufen sich Marken ein und versuchen das danach zu bilden. Also eigentlich ein Zombie-Bier. Okay. Also wir sind irgendwie als Lokalpatrioten, stehen wir da nicht mehr so drauf. Wir haben uns eher Hannes Bierwirkungskreis, der hier aus Forchheim kommt. Okay. Und das ist alles sehr nah. Ne? Wenn du Franken nicht kennst, also das sind lauter eher kleine Städtchen, die alle mega mäßige. Also hier soll man ernsthaft arbeiten. Genau. Der ist eigentlich der Typ, der auch kein Bier trinkt, aber der kommt immer besoffen drüber von uns allen. Nee, also, genau, wir sind jetzt eigentlich Hebendanz-Biertrinker. Okay. Und finden es super, weil es ist aus Forchheim und es ist, da kommt der Hannes her und wunderbar. Alles klar. Ja. Deswegen können wir zu dem Bergkirchweih-Bier leider nichts mehr sagen. Das war ja, mal. Das ja. war dann auch schon für heute mal alles. Danke, dass ihr so schnell noch da wart und hier eingesprungen seid. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Wir werden es auf jeden Fall haben und wir sehen uns bei der Meister der Musik-Tour. Ja, das war super. Ja. Alles klar. Ja, bis dann. Alles tschüss, hat mich gefreut. Ciao. Tschüss. Ja, danke und tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Interview am Samstag. Und jetzt geht's wieder zum Festival.